Willkommen auf dem Kanal von Melanie von MTG. Es gibt wieder ein Unboxing. Diesmal gibt es was Nettes. Ein Secret Lair. Und zwar Artist Series Thomas Baxter. Und ein wildes Sammelsurium an Boostern von Return to Ravnica, japanische Strixhaven, Eid der Wächter. Über Double Masters bis hin zu die aktuellen zwei Sets. Durchgemischt. Alles weitere gibt es noch im Intro. Bis gleich. So, wir starten. Verzeiht, meine Stimme ist etwas angeschlagen. Secret Lair machen wir am Ende, würde ich sagen. Und wir starten nochmal mit etwas Coolem aus Jahr 2012. Schockländer waren da drinnen. Ein richtig schönes Set. In Belgien gedruckt, sehe ich gerade. Belgien gedruckt. Made in USA. Dann noch nicht in Belgien gedruckt. Oder? Egal. Es ist halt von Wizards of the Coast. Wir gucken rein. Catacomb Slug. Eine Schnecke. Passt ins Doxril Deck. Rootborn Defenses mit Populate. Das war damals eine relativ interessante. Gute Karte übrigens. Instant Speed. Instructable für deine Kreaturen und dann Populate machen. Also ein Token verdoppeln. Essence Backlash. Husa Patrol. Ogre Jailbreaker, Betahorn, Rumbleback Rhino, Seller of Songbirds, Sewer Shambler, Agouche Steed, Skymac Rock, Raktus Cackler, Death Presence, as rare, und da hinten ist noch eine Foil. Ich habe vergessen, dass das die Foils am Ende sind. Death Presence as rare, Enchantment, das ist im Koma-Deck ist ja sehr nice. Und dahinter, also schönes Land noch dabei. Dahinter haben wir noch einen Foil Rune Wing. So, die Rares lassen wir da liegen. Jetzt zum aktuelleren Set. Da gehen wir mal die Kammern an, kann man natürlich schneller drüber, die kennen wir schon alle. So. Und, mythic. Charon Corrupted Bishop wird zu Ormendal the Corruptor. Sehr nice. Und noch ein wunderschönes, schöner Forest. Den nehmen wir da auch da dazu. Dann was Feines. Strixhaven Japanisch. Das sind die Alternate Arts drinnen von den Mystical Archive-Karten. Da gibt es ein paar sehr nette. Zum Beispiel eben den. Dieses Artwork da vom Counterspell oder eben den Demonic Tutor, auch sehr interessant. Dann, ja, alle Arten von den High-Value-Karten sind im Alternate Artwork natürlich sehr geil. Aber was ziehen? Da haben wir eine, die erste Rare. Und dann haben wir eine normale, müsste ich auch eliminiert ist, glaube ich, und noch eine Foil Rare. Okay, auch nett. Die gehen wir auch da dazu. Das ist die doppelseitige Karte wieder. So. Dann, auch was wir schon ewig nicht mehr aufgemacht haben: Eid der Wächter, Oath of the Gatewatch. Habe noch ein paar Booster rumliegen gehabt. Die glaube ich schon seit Ewigkeiten. Und die schauen wir uns jetzt mal an. In Deutsch diesmal. Rohe Kraft, Kotzilex Kreischer, da könnte ja ein Kotzilex drin sein, ja. Spinnenranken. Zerfallene Überreste, Netzwurfspinne, Einmischung. Unerbittliche Jägerin. Balof Welpe. Kitinmantel und. Moment. Kotzilex Rückkehr. Sogar eine Mythik auch, nice. Fahr. Kotze für jede Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Okay. Spontan aber für 3 Mana. Geht. Und immer wenn eine Eldrazi-Kreatur mit ungeheuerten Mana-Kosten von 7 oder mehr wirkst, kannst du Kotze aus deinem Friedhof ins Exil schicken. Falls du es tust, fügt Kotze jede Kreatur 5 Schaden. Oh, okay. Nicht schlecht.
Und dahinter haben wir noch einen wunderschönen Wald und einen Eldrazi-Brutstoken. Sehr nice. Dann mit der Hand. Gehen wir da schneller drüber. Und Florian. Voltaren Skyern. Skier. Und ein wunderschönes Plains. Sehr nice. Es kommt Double Masters. Absolut geil. Freue mich immer wieder mal sowas aufzumachen können. So, ich habe Wellspring, schon ein gutes Artefakt. Tumble Magnet. Skin Wing, also sehr artefaktlastig. Balduin Rage, cooler Reprint aus Ice Age, glaube ich, das Original. Wushok Gauntlets. Crip Swap, auch gut. Sylvan Might. Costal Plunder. Flicker Wisp, gute Karte. Culling Days. Serra Sphinx und Sword of the Meek. Ist ein Combo Piece sogar. Und dahinter ein Immersive Eviction. Sehr geiler Removal. Sehr teuer zwar, aber sehr stark dadurch, dass er exiliert. Und flexibel, weil man sich wirklich aussuchen kann, was man exiliert. Dahinter noch ein Darken Infuser und ein Sphinx of the Guild Pact. Sehr nice. Cooles Booster. Dann Ödnis. Ah, Full Art Wastes hat sie auch gegeben, genau. Godzilla's Kreischer, interessant. Nochmal Spinnenranken, hat man auch schon gesehen. Dann überschwemmter Knochengarten. Zugriff der Dunkelheit, da hat es erst vor kurzem einen Reprint gegeben, auch eine gute Karte. Kazuls Mauteintreiber. Und ein Eldrazi Verpflichter. Und dahinter haben wir noch, noch eine Foil. Zuerst ein schönes Gebirge. Und dann haben wir noch einen Fürsprecher des Waldes, ein Druide. Foil Rare sogar, sehr nice. Sehr nice. Auch ein gutes Booster. Jetzt kommt nochmal mit der Hand. Thermo Alchemist. Dryad Survivor. Ein Survivor und. Sehr cool. Sehr cool. Ein Deserted Beach. Die neuen Länder, die sind richtig geil. Und noch ein Forest. So, jetzt haben wir noch zwei Booster. Machen wir zuerst mal Crimson Wall Set, da haben wir noch keins gehabt, dann machen wir was bloß das alte Wetter. Ah, der gute Frosch, dann ein Island. Dann haben wir hier wieder ein paar Kammern, Ankammern. Sehr nice, sehr nice. Noch eines der schönen neuen Länder. Stormcarved Coast, das witzigerweise ziehe ich relativ oft, das habe ich schon sehr oft gesehen. Und noch ein Fearful Villager. So, letztes Booster, dann gehen wir zum Secret Lair. Also keine schlechte Ausbeute, muss man sagen. Bekannte Ufer. Naturzustand, ja, sehr nett. Tempeldiener, Magier, Einsicht. Und ein Überbringer der Stille. Der ist auch cool. Gut, Eldrazi. Und noch ein wunderschöner Sumpf und noch ein Expeditionsraubvogel. Aber der Sumpf ist natürlich sehr nice. Gut, das war's von den Boostern. Muss ich sagen, sehr starke Ausbeute. Also wir haben ein, zwei Mythics, zwei der Länder. Starke Removal dabei, also war sehr gut. Jetzt machen wir noch das Secret Lair. Thank you for being part of Secret Lair. Okay. Und so, das ist Artist Series, ich habe es mehrere schon gegeben bis jetzt. Thomas Baxter. Spellskite. Boah. Der schaut gut aus. Also, der immer drin ist in dem.
aber schauen wir uns gern. Also wir fangen mit Space Cat an. Sehr cooles Artwork, Phyrexian Horror und eine sehr geile Karte. Ich spiele den blauen Kontrolldecks als Schutzkarte immer wieder. Also sehr geil. Wir lassen ihn gerne in der Tüte drin. Leicht gekürlt, leider haben sie das immer wieder. Man sieht es da. Aber dafür sind die gerade. Aber die Foils lassen sich geleert, nehmen wir das Problem, dass die Pringles sind. Und jetzt zum eigentlichen Secret Lair. Da ist drinnen eben der wunderschöne Obnixis Reignited. Ein cooler Planeswalker mit einem coolen Artstyle und auch eine starke Karte. Jetzt für 5,2 etwas teuer, aber sehr starke Karte. Dann Sire of Insanity, der, wenn der liegen bleibt mit Endstep each player, discards the hand, ist natürlich heftig. Oder triggert ihm jeden Endstep für jeden Player. Sliver Highflood, das ist natürlich die Top-Karte aus dem Secret Lair, weil der ist einerseits mit einem richtig geilen, krassen neuen Artwork. Andererseits natürlich ein sehr starker Sliver für Sliver-Decks. Und da ist natürlich der Spellskite. Der gleiche nochmal, ein Non-Foil. Im Foil wirkt er ein bisschen faded, muss ich sagen. Also da ist er schwarz-weiß und da ist er eigentlich blau. Und das intended ist. Also das Blau, ich packe nochmal aus. Vielleicht sieht man es dann besser. Wenn er sie auspacken lassen würde. Da haben wir es. Also direkt nebeneinander sieht man es krass, weil da ist wirklich. Der Foil Spellskite ist wirklich schwarz-weiß, kann man sagen. Und aber Mana-Symbol unten, die sind ja auch blau normalerweise. Das sieht man hier relativ gut. Das geht. Ist aber auch leicht gräulicher. Aber das Artwork selbst ist hier komplett. Muss ich nochmal nachschauen, ob das wirklich intended ist. Dass hier da keine Farbe drauf ist. Ja. Ich meine, er schaut jetzt nicht schlecht aus, deswegen, aber er ist halt nicht blau. So viel kann man sagen. Okay, das war's für dieses Video heute. Ich möchte mich nochmal für alle bedanken. Es wird vermutlich das letzte längere YouTube-Video für dieses Jahr gewesen sein. Ein paar Shorts werde ich vielleicht noch machen bis zum Jahreswechsel. Also sind ja nochmal. Also heute ist der 27. bei mir, 26. bei mir. Nächste Woche noch ein paar Sachen machen, aber dann quasi ist eigentlich schon so eine Pause. Und dann machen wir wieder im neuen Jahr ein Video. Ich möchte mich doch mal bei allen bedanken fürs tolle Jahr. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Und schaut auf Discord, auf Twitch und überall vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Vielen Dank und ciao.